Jetzt ist es soweit. Es gibt einen Weg. Das eine ist Wissen, das andere ist Tun. Wenn wir aufrufen zur Verbindlichkeit, wenn wir aufrufen zur Bemessung zu kommen, wie man so schön sagt, dann begehren wir damit nicht, dass ihr an die Bemessung glauben lernt, sondern dass ihr die Bemessung leben lernt. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wenn du aufhörst damit, es zu leben, wenn du nur noch daran glaubst und dich daran erinnerst, du hast es ja, dann machst du genau denselben Fehler wie die Kirche. Dann kannst du gerade gut zurück in jene Reihen sitzen, wo man sagt, ja, ich habe mich an diesem und diesem Tag bekehrt, ich komme jetzt in den Himmel. Das ist genauso ein Irrtum. Versteht ihr, wovon ich rede? Ich sage das auch zu uns OCGern hier, die hier drin sind. Bemessung des Lebens ist das absolut Dringendste, was wir unter diesem Himmel lernen müssen. Und die Verbindlichkeit zum Leben in der Praxis, nicht im Bekenntnis. Kein Dogma, keine Kirche bauen als OCG, keine Denomination bauen, wo man sagt, ich kenne die Bemessung, du kannst sie eine Million Mal kennen. Wenn du sie nicht lebst, wirst du vom Teufel abgeschleppt, schlimmer als alle anderen. Das musst du einfach wissen. Ich habe darüber schon einiges gesagt, ja. Aber wer mit ihr verbindlich zusammenfließt, nicht als Bekenntnis, nicht als Lobpreisung oder irgendwas, sondern mitfließt in der Tat, in der Praxis, ich kann dir sagen, er erlebt, wenn er zusammenwirkt mit diesem Gesetz des Geistes des Lebens, er erlebt in sich selber eine Gärung, eine göttliche Gärung, eine himmlische Gärung. In ihm entsteht eine göttliche Zeugung nach der anderen, eine Keimung, die zur Ausgeburt des Wirkens Gottes führt. Er wird immer stärker darin, immer zuverlässiger, immer fruchttragender. Er bringt immer mehr Menschen in diesen Strom hinein. Und das Besonderste dabei, wer unter diesen Strom kommt, sobald du den berührst, sobald du in die Verbindlichkeit verbunden wirst mit diesem Strom, ganz praktisch, erlebst du dasselbe wie beim elektrischen Strom. Es kommt Strom auf die Leitung. Das Wunderbarste, wie ich es schon erwähnt habe, es geschieht dann alles ganz von selbst, ganz mühelos. Natürlich wirst du angegriffen, das wirst du aber eh. Der Teufel ist auf alles, was nicht in Gott ist. Und Gott lässt es so zu, damit wir in ihn hineinfinden. Aber aus Gott fließt alles von selbst. Und wenn du auch die Anfechtungen, alles, was der Teufel dir in den Weg legt, mit Gott durchfließt, merkst du, wie das alles sich wendet, wie jede größere Anfechtung zu noch mehr Leben in Gott, zu noch mehr Herrlichkeit, zu noch mehr frei ausfließender Gottesherrlichkeit führt. Also, ganz von selbst geschieht es, ganz natürlich, ganz gesetzmäßig, wenn du verbunden bist, ganz von selbst, aber auch ganz praktisch. Und jetzt komme ich zum Verbindlichkeitspunkt. Ganz praktisch. Und das ist jetzt unser Kairos. Wir haben die Chance, wirklich einzusteigen. Ist unsere Zeit, wir haben nie eine bessere Zeit, nie eine bessere Gelegenheit, nie eine bessere geistliche Saison als gerade diese Zeit, in der wir leben, weil wir jetzt mehr Werke aus Gott, mehr Sein aus Gott empfangen können als jede andere Generation zuvor. Aber wie ist dieses Praktische? Ich sage dir, was die Chance ist, die wir haben. Wir haben die Möglichkeit, der Welt zu dienen mit dieser Botschaft, mit diesem Sein besser gesagt. Aber wir müssen es vermitteln auf Wegen, wie wir es immer können. Es gibt verschiedene Stufen und ich sage es jetzt mal ganz praktisch. Wenn ich jetzt mal in die Verbindlichkeit rufe, in die OCG, dann erinnere ich daran, dass all diese Werke, die wir gemeinsam als Schwarm tun, dass die nicht einfach vom Himmel gefallen sind. Also wir haben 165 Studios in KlarTV zum Beispiel aufgebaut. Die sind nicht einfach vom Himmel gefallen. Ne? Seit 2012 haben wir über 10.000 Sendungen produziert. Die sind nicht einfach vom Himmel gefallen. Es war ein freier Ausfluss mit Verbindlichen. Ja? Und es sind ganz verschiedene Ebenen. Wir haben Ausflüsse in die OCG. Ich habe über 20 Fachbücher zu diesen Themen geschrieben, die du heute gehört hast. Die liegen alle da hinten, unentgeltlich. Die haben wir mit eigenen Händen erarbeitet, mit selber entwickelten Maschinen, dass es so kostengünstig wird für uns, für alle, die das verteilen. Jeder übernimmt seinen kleinen Teil, gibt ihn raus. Ja? Aber das sind 20 Bücher, die wir zu Hunderttausenden verschenkt haben. Die sind alle nicht vom Himmel gefallen. Versteht ihr? Da steckt viel Herzblut drin, aber wir tun es, weil wir ja andere mit hineinbringen wollen in diesen Organismus. Warum? Weil ich erkannt habe, wir kommen nie, nie allein zum Ziel. Die ganze Menschheit da draußen, wir hängen mit ihnen zusammen. Ob es uns passt oder nicht, wir merken es noch nicht so sehr. Aber jetzt, wo das alles auf uns kommt, denk wieder an die erste Runde. Jetzt spürst du, jetzt ist es plötzlich dein Problem. Auch wenn du immer gedacht hast,
ob die da mit der Pharma das richtig machen oder nicht. Aber jetzt, wo wir Schweizer jeden Monat diese 446 abgeben und es wird immer noch teurer und immer noch mehr Kranke, jetzt kommt es immer näher, merkt ihr? Alles, was ihr heute gehört habt, plötzlich merkst du, jetzt wird es dein Problem, weil es eine Welt ist, die du nicht verlassen kannst. Du kannst nirgends mehr hin Urlaub, ohne dass du niedergebraten wirst. Plötzlich ist dein Problem. Bislang konntest du sagen, 5G oder 4, was soll das? Die machen schon das Richtige, für das haben wir eine Regierung. Aber wir haben nicht erkannt, dass der Teufel viele Leute besetzt hat. Jetzt ist es unser Problem. Die Menschheit da draußen, wenn es ihr immer schlechter geht, diese 80 Millionen Flüchtlinge und so weiter, die in unsere Länder kommen und hier unsere Ressourcen aufknabbern, das ist jetzt unser Problem, immer mehr. Und in Kürze werden wir Sklaven derer sein, die das Ganze bewusst eingefädelt haben. Wir haben tausend Dinge schon darüber gesagt, das ist unser Leben hier unten. Der Organismus da draußen, die Menschheit ist der Organismus, was er tut, kommt auf unseren Kopf zurück. Wir baden das aus, so oder so. Die Frage ist nur, auf welcher Seite stehen wir. Haben wir die Möglichkeit, das zu übernehmen, das zu beeinflussen, zu steuern, versteht ihr? Darum machen wir Bücher. Ganz praktisch, mit unseren Händen, weil wir den Schwarm erwecken möchten, so wie heute, dass die Menschen verstehen, was ihre Aufgabe ist, dass sie da reinkommen, dass wir auf Geistesebene diese Wucht bekommen, um von innen her die Menschen zu verändern. Wir können nicht uns anlegen mit US-Militärs und all diesen Dingen, aber wir können uns anlegen mit dem Volk. Wir können das Volk von innen her rekrutieren. In der Ukraine hat das schon bestens funktioniert. Als diese Wirkungen ausgingen, haben Mütter damals, als die Krise war, haben haufenweise die Marschbefehle genommen, auf einen Haufen geworfen und angezündet. Schluss. Ging keiner hin von ihnen. Ja? Darum haben die da drüben verloren, ja? Weil das von innen her gewirkt hat. Das war eine Erweckung und das ist unsere Chance. Die hier, die uns in die Kriege treiben, sind nur wenige, wir sind viele, wenn wir den Organismus wecken. Wenn wir ihn nicht wecken, werden die anderen gewinnen. Wir werden mit der Kette am Hals, Schluss, ich rede hier im Bild, werden wir die Sklavenarbeit tun für diejenigen, die sie überleben lassen. Aber sie haben 500 Millionen geplant, vergesst es nicht. 7 Milliarden sind übrig im Moment in ihrer Rechnung. Das sind alles Realitäten, seht ihr? Darum machen wir Bücher, darum machen wir AZK. Diese 60 Referenten, die konnten nicht sprechen, es sei all diese Schwärme gingen voran und haben in diesen vielen AZK alles gestellt. Ja? Die vielen Essen auch heute wieder, die sind alles nicht vom Himmel gefallen. Das haben wir mit unseren Händen, mit unseren Herzen erarbeitet, mit Freude. Weil wir wissen, wenn wir einander so dienen, macht das Schule, mal menschlich gesagt, es vermehrt sich, die Menschen beginnen so zu denken. Wir dienen uns heute schon auf höherer Ebene mit großen, großen Leuten zusammen, die früher, die hätten noch nicht mal hingeschaut auf andere. Und heute dienen sie einander unentgeltlich. Ja? Leute, die viel Kohle gemacht haben mit ihren Diensten, machen das heute gratis, weil sie sehen, wir machen das auch so. Und so können wir die ganze Finanzmafia überholen, ja? Dass es Schnee von gestern wird. Wenn das sich durchsetzt, und das ist möglich, darüber haben wir viele Predigten, warum das möglich ist. Wenn wir es tun, beginnt es sich plötzlich zu verselbstständigen. Plötzlich denken die Menschen so, auch wenn sie völlig dagegen waren. Plötzlich denken sie so, und sie werden wie von einem Strom mitgezogen. Ja? Also das möchte ich sagen. Wir haben Hunderttausende von Büchern, Hunderttausende von CDs, Zehntausende von Filmen, Hunderttausende kann man überall drüber schreiben, erarbeitet und zu niedrigsten Preisen selber erarbeitet, jeder seinen ganz kleinen Teil, das Essen bringt jeder selber mit, da kommt keiner um, wir schenken es einander und wir gehen mit einem riesen Gewinn nach Hause, innerlich im Herzen, weil wir wissen, wir konnten das tun, was der Geist in uns getrieben hat. Aber all das braucht zusammengefasst einfach Verbindlichkeit, das braucht Teamwork und hier im Teamwork lernen wir am allerschnellsten dieses Geheimnis des Lebens, das Schwarmgeheimnis kennen. Weil hier kommen wir ganz praktisch Mensch auf Mensch und von Natur aus funktioniert das alles sehr schwierig. Aber wenn wir das lernen in diesen Gruppen, wo wir diese Werke, dieses Essen für die Kinder da draußen erarbeiten, kochen sozusagen, wenn wir das miteinander erarbeiten, gibt es so viele Prozesse und währenddem wir diese Werke tun zur Verbreitung dieser Offenbarung, erlernen wir schwarmmäßig Organismus leben. Und dazu möchte ich einladen in die Verbindlichkeit, um ganz praktisch Hand anzulegen, um in diesen Werken mit dem Strom umso mehr in Berührung zu kommen. Gut, das war jetzt die Vorbemerkung für Leute, die jetzt bereit sind, in der OCG in diesen Schwarm einzusteigen, um mit uns all diese praktischen Dinge zu erlernen, um in die Bemessung zu kommen, um hier handfest mit dem Geist fließen zu lernen.